Ja, wir waren heute hier in Wien von der Initiative zur österreichischen Staatsbürgerschaft für uns Südtiroler. Wir hatten alle deutschsprachigen Parteien mit dabei, auch die Landesrätin Maria Hochgruber-Kurnzer, Manfred Walazza, Franz Locher von der Südtiroler Freiheit war mit dabei, Miriam Matz-Dammerle und auch Sven Knoll von den Freiheitlichen war auch Andreas Leiter-Reber mit dabei, vom Heimatbund Roland Lang, vom Forum Heimat war Urban Unterweger mit dabei, vom ASGB hatten wir Vertreter mit dabei, natürlich auch wir vom Südtiroler Schützenbund und Altmandatar und Vertreter der Altmandatare Franz Ball. Wir haben allen Parteien, die im Nationalrat sitzen, die gewählt worden sind, Petitionen überreicht. Wir haben diese Petition damals gestartet, nachdem im Nationalrat mehrheitlich beschlossen worden ist, dass man dieses Thema für die österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler weiterhin verfolgen sollte. Und so haben wir heute nochmals 1000 Unterschriften von Südtirolern, die dieses Herzensanliegen haben, hier übergeben. Es waren sehr, sehr konstruktive Gespräche und ich glaube, diese Reise hat sich sehr, sehr ausgezahlt und wir fahren mit einem sehr, sehr positiven Gefühl wieder nach Hause.